Und damit würde ich sagen, willkommen zu einer weiteren Folge Harry Potter und der Stein der Weisen. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Das mit der Kamera läuft übrigens so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und deswegen hier nochmal der grüne Popel bzw. mein Gesicht. Und wir machen weiter. Juhu! So, holen wir uns erstmal die Batz-Batz-Bohnen. Und runter. Oh nein, ich habe meine Zauberfibel vergessen. Ich komme danach, Harry. Mach das. Begib dich zum Zauberkunstunterricht, bevor die Zeit abläuft. Geh durch die schwebenden Uhren, um die Zeituhr zu starten. Okay, mach ich. Also, let's go. Und los geht's. Ich muss hier vorsichtig machen, weil wenn ich runterfalle, darf ich den Weg nochmal laufen. Und es gibt, glaube ich, Punkteabzug oder so, für dass man es nicht geschafft hat, rüberzukommen auf der anderen Seite. Und da wurde ich in WhatsApp angeschrieben. Herrlich, herrlich, herrlich. Ich sollte mal immer dran denken, Sachen wie WhatsApp und Skype und so zu pausieren, wenn ich aufnehme. So. Geschafft. Du musst Harry Potter sein. Willkommen beim Zauberkunstunterricht. Du kommst gerade noch rechtzeitig. Willkommen, meine jungen Zauberer. Ich bin Professor Flitwick. Heute lernen wir den Wingardium Leviosa-Zauber. Beobachte die Bewegungen meines Zauberstabes und drücke auf die Symboltaste, die er anzeigt. Wiederholt alle Bewegungsabfolgen dreimal, um den Wingardium Leviosa-Zauber zu lernen. Das meistern wir. Jetzt bist du dran. Vergiss nicht, du musst auf die Symboltaste drücken, die er anzeigt. Mach dich bereit. Bin bereit. Das war gut. Hervorragend. Perfekt. Hervorragend. Lasst jetzt bloß nicht nach. Es wird nämlich noch schwieriger. Na, dann würde ich sagen Runde 2. Das war gut. Ich weiß. Hervorragend. Danke. Perfekt. Ja. Prima! Ihr habt den Wingardium Leviosa erfolgreich gemeistert. So und nicht anders, liebe Freunde. Folgt mir, damit ihr seht, wie der Wingardium Leviosa-Zauber in der Praxis aussieht. Nun hör gut zu. Ein Gegenstand, der verzaubert werden kann, ist durch gelbe Funken gekennzeichnet. Du kannst einen verzauberten Gegenstand zum Schweben bringen. Halte die X-Taste gedrückt, um die Höhe des schwebenden Gegenstandes zu verändern. Das kriegen wir hin. Versuche, das Stundenglas auf das Podest schweben zu lassen, um die Tür zu öffnen. Drücke die Dreieck-Taste, um den Gegenstand wieder herunterzulassen. Jo! So. Wingardium Leviosa. Komm schon. Und runterfallen. Gut gemacht. 5 Punkte für Gryffindor. Nur 5? Nur 5. Brief. Lieber Harry, wir treffen uns auf dem Schlossgelände. Durch die Vordertür des Schlosses gelangst du auf das Schlossgelände. Komm doch auf eine Tasse Tee und ein Schwätzchen vorbei. Muss dir etwas Wichtiges erzählen. Dein Freund Hagrid. Okay.
Ich komme, Hagrid, ich komme. Bin auf dem Weg. Da, da. Oh. Gegen die Wand gelaufen. Hihi. Warte mal. Wingardium Leviosa. Bom. Oh yeah. Da springe ich vor Freude gleich mal hier drauf und surfe eine Runde, wie ihr gesehen habt. Eingangshalle. Nee, noch nicht. Okay, okay. Wo ist das Foyer? Lass mal reingehen. Aha. Und die nehmen wir mit. Salazar Slytherin. Ja, sehen wir uns mal an. Salazar Slytherin. Mittelalter. Daten unbekannt. Mitbegründer von Hogwarts. Nach ihm wurde eines der vier Häuser benannt. Okay. Ja, der gute Salazar. So, die anderen Sachen besuchen wir erst später, würde ich sagen. Weil man dafür einige Zauber sammeln muss und so, und deswegen besucht man die ja später, meine lieben Freunde. So, dann würde ich mal sagen, wir können bei den Slytherins rein. Ach, das ist der Aufenthaltsraum. Ich verstehe. Na, sieh mal einer an. Du schon wieder, Potter. Spionierst wohl im Schloss herum, was? Bis hierhin und keinen Schritt weiter. Du kommst nicht an mir vorbei, egal wie sehr du dich auch anstrengst. Gefangen in einem großen, unheimlichen Schloss. Oh je, ich glaube, Potter fängt gleich an zu weinen. Okay, Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa.